Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator. Weiter mit Jan natürlich. Bitte. So, weiter geht's. Ich habe gerade zugeschaut, bei uns im Wohnzimmer, wie der Vogel da rumdreht. Seine Runden. Er ist endlich mal rausgekommen aus dem Käfig. Wow. Mein Gott, ey. Wir haben tagelang den Käfig aufgelassen. Nachts zugemacht, weißt du, und tagsüber wieder aufgemacht, ne? Dass er sich endlich mal bewegt da. Die ganze Zeit ist er nicht rausgekommen. Jetzt ist er endlich draußen. Aber wir haben ja so eine riesen Voliere, kannst du ja dazu sagen. Das ist echt so ein riesen Bereich. So. Ah, ist schon cool. Weiter geht's. Jo. Ja, wir müssen auf jeden Fall darauf achten, wenn wir die 100% haben, dass wir auf jeden Fall derjenige dann verdichtet, den Silo. Ja. Ja, Plattform müssen wir doch wenig, oder? Doch, so ein bisschen musste. Musst du F1 mal anlassen, wenn du darauf fährst. Ich kann immer mir die Zeit schnell machen. So. Was geil ist, dass die BGA keine Dingens hat. Keine Rampen. Das, was unseres ist und was uns gehört, bleibt wirklich auf. Ja. Also, sonst wäre es voll scheiße, wenn die BGA nachts noch zumachen würde. Boah, ja, hätte man. Ja. Ja, müsstest du auf Echtzeit spielen, wenn er erntest. Ja. Sonst kannst du es vergessen. Da sich ganz oben auf die Gardinenschatten gesetzt, der Vogel, und guckt meine Frau beim Fernsehen gucken zu. Also, sie sagt auch gerade, der Vogel ist etwas komisch. Guckt die ganze Zeit nur in eine Glotze. Bist du Vogelfernsehen? Ja. Oh, was war das? Was denn? Mega in der Stadt weggedreht hier. Ich bin so mega weggeflippt gerade hier. Ich hatte das aber auch schon einmal mit dem Hänger. Keine Ahnung warum. Ich wollte mich der Hänger überholen. Das könnte auch sein. Er wollte auch mal so schnell sein wie du. Ja. Er hat dir gerade den Namen Ultra geklaut. Ja, schon 50%. Juhu! Da geht das Brackern wieder los. Ja. Mega geil. Wie viel wir schon gemacht haben, Alter. Ja. Schon krank, 18. Folge ist das jetzt schon. Ich hoffe, dass es bei Forza auch so sein wird. Wenn wir das dann im Koop spielen sollten. Wenn es denn funktionieren würde, gleich von Anfang an. Darum geht's ja, ne? Ich glaube schon, dass wir, wenn es richtig funktioniert, dass wir dann schon so viel zocken werden. Am Anfang. Man muss mal überlegen, wie viele Stunden wir schon LS gezockt haben und heute zum Beispiel wieder so ein Megatag ist, wo wir viele Stunden einfach LS spielen. Das ist keine Ahnung. Deswegen freue ich mich auch einfach auf das Neue, weil du diese Trackers, die wir jetzt haben, schon drinne sind. Weißt du? Das ist halt einfach genial. Ich hoffe einfach, dass sie geile Texturen eingefügt haben. Grafik müssen sie. Wenn sie Grafik nicht viel verbessert haben, ist es okay. Ne? Aber das werden wir jetzt auf der Gamescom ja auch sehen. Ja. Bist schon da? Oh, bist komm wieder. Ich fahr gleich los. 97 habe ich jetzt. 98, 99. Ende im Gelände. Ich bin auf dem Weg. Es geht schnell. Ja. Nach innen an sich, Kevin, nicht vergessen.
Du musst bei dieser Map innen fahren. Das geht gar nicht anders. Ja, ich fahre auch ganz halt nur von innen jetzt. Anders kannst du das gar nicht bewältigen hier. Nee. Ja, aber was cool ist, das ist ja das, was wir schon gesagt haben. Du wirst gezwungen, von innen zu fahren. Was ja. Aber geil ist, in dem Sinne. Weil du erlebst ein ganz anderes Landwirtschaftssimulator. Klar, neben Mähdrescher oder so fahre ich am liebsten wirklich Außenansicht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Cool, die Map. Ja. Na, ich fahr. Oh, da kommst du. Oh, wow, 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 wow. Warte. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ne. Auf einmal kamst du um die Ecke, Alter. Guck ein Schwein um die Ecke und ist weg. Ja, guck ein Schwein um die Ecke und ist weg. Muss ich erstmal auf die Gegenseite fahren, Alter, weil wieder so eine Tussi über die Straße läuft. Mann, oh Mann, oh Mann. Überfahr ich einfach. Nee, ich nicht. Ich mag die Menschen, die hier rumlaufen. Nicht! Mann, die Frau mag ich. Was ist der Mann? Hey, der mag ich nicht. Tot. Es ist ihr Mann. Scheiße. Ich hab gestern die Alte gebumst. Kann ich ja überfahren, den Typen. Ich wollte auch mal einen dicken Trecker fahren. Wollte auch mal was Dickes reiten. Könnte man theoretisch, warum habe ich mal mit Michi ein bisschen drüber gelabert, wenn man zum Beispiel ein Auto hat, sagen wir mal, man hat jetzt einfach so ein Lamborghini mit 770 PS und man ruft bei der Polizei an und man sagt, mir wurden meine 770 Pferde gestohlen. Weil, ne, PS, ne, Pferdebauer und so, ne, Pferdestärke. Könnte man noch theoretisch machen. Meinst du nicht, dass sie fragen, ob sie die Leute mit der weißen Jacke rufen sollten? Nein. Nein? Okay. So, wir müssen jetzt F1 drücken, Leute, weil wir müssen die Anzahl wissen. Ach du Scheiße, der Silo ist schon ganz schön hoch. Ja, aber guck mal, 82%. Verdichtung 15%, also wir müssen den noch verdichten. Der Letzte, der in dem Sinne den vollkippt, muss verdichten. Scheiße. Und das bist du. Scheiße. 70.000? Ja, du machst voll. 34.000 müssen noch rein, dann ist er voll. Nö, ich lade nur 35.000 auf. Oh, ich hab. Wieso brauchst du ja nur ein bisschen hin und her fahren? Ist er verdichtet, zudecken, fertig. Und Bölte. Ach ja. Meinst du, du würdest hier mit 40 km/h Trecker fahren? Boah. Geil. Aber wir haben auch noch einen 80 km/h Trecker, ne? Den gelben. Jo. Aber lohnt sich jetzt nicht mehr, weil das jetzt ja immer kürzer wird, der Weg. Ja. Alter, der Typ läuft einfach mitten auf der Straße, die Alte auch. Mein Gott. Schon wieder aus der Stadt gleich raus. Ja, dieses mit 40 km um die Kurve geht wirklich optimal, da rutscht auch nichts. Ja. Echt gut. Aber oh, die Alte scharf. Oh, wenn du die gesehen hättest, Alter. Ey, gut. Ich glaube, die hat ein paar Schokokrossis. Schokokrossis. Oh, ich könnte echt mal wieder welche essen, Alter. Schokokrossis. Oh, lecker. Oh, ein paar Negerküsse kann ich auch mal wieder essen. Negerküsschen. Negerkussbrötchen. Oh, voll geil. Ich glaube, was fällt, kriegst du alles rein, oder? Ne. Du hast 62% erst. 63. 64. 65. Guck mal, ich sehe das jetzt schon. Guck mal, wo ich bin, Alter, am Arsch der Welt. 67%.
Ich bin froh, dass wir nie diese Berge hoch müssen, voll. Ja. Oder ich weiß gar nicht mehr, wo dieser langgezogene Berg war, der wirklich so lange ging. Oh Scheiße, ich bin am Feld vorbeigefahren. Oder einfach da irgendwo hoch. Bin schon da. Oh, zu welchem Feld müssen wir dann? Links von uns. ...204 oder was? ...151. Ja, aber warum 151... 204 ist nicht, oder was? Keine Ahnung. Da, du musst dahin. Bin voll. 98, den Rest hätte ich auch noch mitnehmen können. Ja, das ein bisschen. Und du musst ja sowieso gleich mal den Silo festfahren und so. In der Zeit kann ich dann den Mähdrescher umfahren und das. Also wir haben jetzt schon sage und schreibe 1575 Dollar, Euro bezahlt für den Lohn, für den Gehilfen. Ja. Ist nicht wenig, ne? Ja. Ja, 191 bin ich jetzt. Müssen wir uns gerne noch einen Weg suchen, wie wir da hinkommen. Ja. Immer übers Feld fahren ist ja auch nicht gerade der Sinn der Sache. Alter, wie der scheiß Meer aussieht. Kann ich nicht mal einer waschen, Alter? Oder komm mal einer mit dem Mond um rein. Ja, sag mal deine Frau Bescheid. Ja, mega geil. Ich feiere das so dermaßen irgendwie hier gerade. Könnt noch 30 Folgen machen. Ja, ich glaube ich nicht mehr. Ist müde? Ja. Echt? Ja. Ja, ist 10 Uhr. Vielleicht pennen. Was? Ja. Muss ja morgen wieder früh aufstehen, ne? Hey. Wieder Schule, ne? Ja, ist klar. Was fehlt denn, du Hund? Voll. Was cool ist, wenn der Gehilfe durchs Feld fährt, dass er nichts kaputt macht. Voller Cheater.
Verdichten sollte eigentlich mit dem Trecker ziemlich schnell gehen. No. Echt nicht? 15%. Ja, du musst ja immer hin und her fahren jetzt so, ne? Leute, vorwärts. Ja, rückwärts. Prozent. Na gut, ich komme ja auch gleich. Dann müssen wir uns merken, dass wir von Anfang an verdichten, Jan. Ja. Aber ich bin auf dem Weg. Meinst du, wie geil das wird nachts? Ja. Du, das wird so übel, Alter. No, bin auf dem Weg. Bleifuß. Bring mal einen Panzer mit. Alles klar, damit sagen wir vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.